Wir haben uns heute überlegt, etwas mit der Erdbeere zu machen. Und zwar habe ich mir einen Mandelbiskuit überlegt. Die Füllung eben mit Erdbeere. Der Mandelbiskuit deshalb, weil es glutenfrei ist. Also auch für jemanden, der auf Weizenmehl, Dinkel, Mehl achten möchte und keinen Kleber verwenden möchte. Eben ist die Basis Mandel. Und ja, warum die Erdbeere? Jetzt ist Erdbeerzeit und wir haben, die Früchte sind für uns Energiekugeln, die uns mit großer Wirkung begeistern, weil sie eben einen hohen Vitaminanteil, einen hohen Mineralanteil haben und auch einen hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen. Die sekundären Pflanzenstoffe bei den Beeren, also nicht nur Erdbeere, sondern Himbeere, Brombeere, das sind alles Rosengewächse, die haben sogar antivirale Wirkung und deshalb dürfen wir die gern im Sommer einfach essen, essen, essen. Ja, dazu haben wir ein bisschen Pistazie, weil die Farbe, das Tiefgrüne, fasziniert mich immer und kombinierbar gut mit der Erdbeere. Die Pistazie sind die wertvollsten, die tiefgrün sind. Und Pistazie ist eigentlich keine Nuss, sondern eine Steinfrucht. Und die Steinfrucht hat ganz viel Kalium für uns zu bieten. Also ich würde sagen, großer Herzschutz. Und ja, viel Fette, davon auch unsere Herzschutzfette, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und eben Polyphenole, was wir aus dem grünen Tee kennen. Und das ist alles in der Pistazie unter anderem. Ja, wir schneiden die uns jetzt ab und lassen die uns genießen.